Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield. Und ich werde das Ganze, was jetzt kommt, versuchen, relativ, sag ich mal, spoilerfrei zu halten. Wir wollen nicht zu viel verraten. Aber zwischendurch habt ihr innerhalb der Fraktionsquest die Möglichkeit, ja, Wake zu töten. Wake soll getötet werden und ihr habt verschiedene Möglichkeiten, mit der ganzen Sache umzugehen. Könnt, ja, die ganze Crew töten, ihr könnt das Schiff abschießen, ihr könnt Wake reden lassen. Und all das, was das bedeutet, wie das Ganze ausgeht, zeige ich euch hier in dem Video. Ich lasse das Gameplay einfach so komplett für euch durchlaufen, habe die einzelnen Optionen, die ihr habt, um das Ganze zu bewerkstelligen, hier für euch einmal auf Video festgehalten. Wir haben hier gerade die erste Möglichkeit gesehen, wo wir einfach direkt das Schiff komplett zerstören, aber wir haben halt, wie gesagt, auch die Möglichkeit, Wake zu retten. Das ist auch, ja, mit angegeben als Missionsziel, dass wir ihn entweder verschonen oder halt töten. Beide Möglichkeiten sind gegeben. Vom Unterschied her macht es im späteren Verlauf, je nachdem wie ihr euch öfter entscheidet, einiges im Spiel aus. Ich denke mal, da kann ich so einen kleinen Hinweis geben, je nachdem wie oft ihr halt für die Crimson Fleet positiv arbeitet, erhöht sich deren Einfluss in der Galaxis, und ganz genauso andersrum, wenn ihr mehr für die Vanguard tut, dann erhöht sich deren Einfluss in der Galaxis. Das sind die einzelnen Sachen, die daraus resultieren, aber es hat natürlich auch so natürlich seinen Sinn, besonders wie eure Begleiter darauf reagieren, ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem wie ihr agiert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay und ihr könnt dann für euch selber entscheiden, wie ihr mit Wake umgehen wollt, nachdem ihr hier alle Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen, gesehen habt. Ich danke euch, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff aus gegangen. Wär's um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Unsere Fracht ist zwar wertvoll, aber nicht so, wie du denkst. Es ist medizinisches Material für New Homestead. Das sollte dich eigentlich gar nicht kümmern. Aber die ganze Sache ist sowieso unlogisch. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Du verlangst von mir, meine eigene Crew zu verraten. Ich weiß nicht, wem ich glauben soll, aber du wärst nicht extra hergekommen, wenn du lügst. Stimmt, ich kenne ihn nicht sehr gut und manches, was er sagt, ist verdächtig. Okay, ich tu's. Ich mag die Fleet nicht. Und wenn Ray zu dieser Bande gehört hat, schulde ich ihm keine Loyalität mehr. Aber du musst mir versprechen, den Rest der Crew zu verschonen und die Lieferung für New Homestead in Ruhe zu lassen. So leicht fällst du mir in den Rücken, Dimitri? Unglaublich. Du oder wir, Austin, so ist das einfach. So. Austin. Ich kann das nicht! Unser Job war es, Wake zu töten. Nur, wir hätten den Rest der Crew gewiss verschont. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff aus gegangen. Wär's um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Stimmt.
Und das heißt, dass irgendjemand nicht wissen soll, was du wirklich treibst. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Du verlangst von mir, meine eigene Crew zu verraten. Das ist teuflisch. Aber du hast nicht ganz Unrecht. Ich weiß nicht, wer mich glauben soll. Aber du wärst nicht extra hergekommen, wenn du lügst. Okay, okay, ich tu's. Ich mag die Fleet nicht. Und wenn Reg zu dieser Bande gehört hat, schulde ich ihm keine Loyalität mehr. Aber du musst mir versprechen, den Rest der Crew zu verschonen und die Lieferung für New Homestead in Ruhe zu lassen. So leicht fällst du mir in den Rücken, Dimitri? Unglaublich. Du oder wir, Austin. So ist das einfach. Sorry. Spar dir den Scheiß und gib zu, dass du feige bist. Weißt du, fast hätte ich es geglaubt, den ganzen Scheiß, dass du den Leuten helfen willst. Aber im Grunde bist du kein bisschen anders als die Fleet. Wenn es drauf ankommt, geht es dir nur um dich selbst. Das Schiff wird angegriffen! Ja! Wie schrecklich. Nach dem, was der Captain gesagt hat. Danke für die Hilfe mit Ecliptic. Ich hatte zwar alles unter Kontrolle, aber nachdem du dazugekommen bist, ging es sicher schneller. Also, was ist mit der Ragana? Gib mir gute Neuigkeiten, dann können wir feiern gehen. Ohne Scheiß? Da wird Delgado sich freuen. Und unsere Hände sind sauber. Es wäre besser gewesen, wenn keine Zeugen zurückbleiben. Aber wenigstens hast du es erledigt. Egal. Du wolltest in die Crimson Fleet. Und ja, du bist dabei. So einfach ist das. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Rake was gelernt. Ich riskiere nämlich richtig was und bürge für dich. Wenn du es verbockst und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hetze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Spar dir den Scheiß lieber, bevor du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Crick-System. Die Spacer nennen es den Schlüssel, die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Hier spricht Dimitri Moldavsky. Das verstehe ich nicht. Bitte bestätige deine Absichten. Wir finden schon eine Lösung. Exakt. Solche Unterhaltungen muss man persönlich führen. Wir können bei einem Tässchen Tee alles besprechen. Eigentlich ungern, aber ehrlich gesagt wäre es so sicherer für uns. Okay, du kannst andocken. Dann unterhalten wir uns. Du bist besser als das Allerbeste. Ich weiß, das klingt zwar ziemlich unmöglich, aber irgendwie schaffst du es doch. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff ausgegangen. Wär's um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Stimmt. Und das heißt, dass irgendjemand nicht wissen soll, was du wirklich treibst. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Du hast wirklich keine Ahnung, wer von uns Rack ist, oder? Und es scheint dir auch egal zu sein. Ich glaube, dass du ihn eigentlich retten willst. Okay,
Ich habe eine Idee. Wir streichen seinen Namen von der Passagierliste, als wäre er nie an Bord gewesen. Wir lassen ihn beim Andocken auf den Schiff und bringen ihn dann zu einem anderen Hafen. Ist das okay für dich, Austin? Habe ich eine Wahl? Sieht nicht so aus. Dann sind wir uns einig. Du gehst zurück auf dein Schiff und wir sorgen dafür, dass Reg nie auf unserem war. Und falls deine Bosse misstrauisch werden, hier, wir hatten noch eine zusätzliche Kiste Material, falls eine beschädigt wird. Das sollte beweisen, dass du nicht zum Falschen hier warst. Trotz der Unannehmlichkeit werden die Leute in New Homestead dankbar für diese Vorräte sein. Danke, dass wir gehen dürfen. War alles unter Kontrolle, aber nachdem du dazugekommen bist, ging es sicher schneller. Also, was ist mit der Ragana? Gib mir gute Neuigkeiten, dann können wir feiern gehen. Ohne Scheiß? Da wird Delgado sich freuen. Und unsere Hände sind sauber. Es wäre besser gewesen, wenn keine Zeugen zurückbleiben. Aber wenigstens hast du es erledigt. Egal. Du wolltest in die Crimson Fleet. Und ja, du bist dabei. So einfach ist das. Hoffentlich hast du aus der Sache mit Rake was gelernt. Ich riskiere nämlich richtig was und bürge für dich. Wenn du es verbockst und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hetze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Spar dir den Scheiß lieber, bevor ich's mir anders überlege. Wo du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Crick-System. Die Spacer nennen es den Schlüssel, die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Dann gehörst du nun also zu den Piraten der Crimson Fleet. Wir müssen dir eine Augenklappe und einen Papagei besorgen.